Hallo ihr Lieben, wir sind im Februar 2021, strahlender Sonnenschein heute. Schon lange ärgern wir uns über die Sitze in unserem Charlie. Wir haben da eine Lösung für uns gefunden. Wenn es euch interessiert, wie die aussieht, bleibt dran. Wir sind wieder da und wir rücken noch ein bisschen an der Kameraeinstellung rum. Es ist soweit, Julie Butz on Tour meldet sich wieder zu Wort und wir haben Ende Februar 21, der erste Tag oder das erste Wochenende nach 6 Kilometer hohem Schnee. Und jetzt geht's los. Ja, heute war dann mal der Tag, an dem wir gecheckt haben, ob im Charlie noch alles gut ist. Die Schränke aufgemacht haben zum Lüften und geguckt haben, ob irgendwo Wasser durchgelaufen ist. Aber im Charlie sieht alles trocken aus, was uns ja schon mal riesig freut. Genau, keine Schimmelpilze gefunden bis jetzt, keine Durchlaufschäden und insofern eine positive Meldung. Jetzt war im letzten Vierteljahr beim Zuhause-Sitzen die Überlegung, was macht man eigentlich zum Thema Scheiße, Sitze im Auto. Ich sage es jetzt mal so krass. Also die Hersteller verbauen ja die Lieferwagensitze, viele. Außer du kaufst dir einen integrierten, da kriegst du dann die guten rein von der Firma Agouti zum Beispiel. Ansonsten hast du die normalen LKW-Sitze drin. Die reichen ja auch aus, wenn ich zum Beispiel Lieferfahrer bin, bei namentlich die drei Buchstaben, gelbe Autos, kennt ihr alle. Und fahre mal 2 Minuten, dann springe ich raus aus dem Auto, stelle Pakete zu, völlig in Ordnung. Sitze ich aber 5 Stunden auf meinem Hintern und fahre durch die Weltgeschichte, dann sind die Teile nicht so toll. Und wir mussten feststellen, dass abends, wenn wir hier in trauter Zweisam oder Dreisam oder Viersamkeit mit Hund sitzen, nach einer Weile uns auch irgendwie der Hintern wehtut. Das werden wir mit der Variante, für die wir uns jetzt entschieden haben, sicherlich nicht ändern. Aber wenn ihr mal guckt, ich schwenke mal hier so wild durchs Auto, was wir hier an Optik haben im Vergleich zu der Optik, ist ja schon mal erstmal ein großer Unterschied. Jetzt haben wir uns entschieden, uns nicht die teuren Agouti-Sitze zu bestellen. Und so, Papa kommt wieder ins Bild. Für 1.300 Euro pro Stück mit Konsole, sondern uns Bezüge zu bestellen, das erstmal kostengünstig zu probieren, und zwar von der Firma, keine Werbung, Bremer Sitzbezüge. Natürlich Werbung, aber kostenlose. Kostenlose Werbung, wir haben die Dinger selber gekauft, wir haben sie nicht geschenkt bekommen, aber wir haben bei YouTube ein Video gesehen, wie das einer kauft bzw. aufzieht, und das wollen wir auch mal probieren, und bei dieser Aktion nehmen wir euch filmerisch mit. Was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, ist, der Kundenservice ist echt spitze. Ja. Es gab so ein paar Missverständnisse bei der Bestellung und ich hatte dann nochmal eine E-Mail nachgeschrieben, dass ich ja die Lehnen, also die Bezüge brauche für 2 Armlehnen und nicht nur für 1 Armlehne. Und es folgte, glaube ich, 1 oder 2 Stunden später auch schon der Anruf, der dann nochmal nachgefragt hat, was genau wir denn jetzt haben wollen und wofür und wieso und weshalb. Und das hat also super gut geklappt. A, waren die Sitzbezüge super schnell da. Ja. Und was mich also wirklich überzeugt hat, war, A, der E-Mail-Kontakt war immer schnell. Und dann nochmal diese persönliche Nachfrage auch von der Firma, bevor sie irgendwelche Sachen rausschicken. Also für mich schon mal top, Daumen nach oben. So, und wenn jetzt, die Bezüge jetzt noch toll sind, ja, dann 2 Daumen nach oben jetzt oder kann, 3. Kann nur noch schief gehen, dass sie nicht passen, und dann brechen wir das Video an der Stelle ab und es wird auch nicht veröffentlicht. Also wenn ihr das jetzt seht, dann hat definitiv schon mal alles geklappt. Okay, wir machen einen kurzen Schnitt und packen die Dinger mal aus und drehen die Sitze machen mal uns ein bisschen Platz, machen den Tisch weg, dass wir ein bisschen Platz haben zum Arbeiten. Genau, bis gleich. Später. So, Tisch ist weg, ein bisschen Platz ist da. Jetzt haben wir die Sitze erstmal umgedreht in Richtung Aufbau. Und Julia versucht gerade, wie man sieht, die Kopfstützen rauszukriegen. Soll ich eine Flex holen? Ein Hammer. Ein Hammer? Naja, einen Hammer brauchst du nicht. So. Das sieht erste Kopfstütze. Er sieht ja schon mal ganz gut aus. Oh, hier fehlt ein Teil.
Ja, siehst du? Ja, jetzt geht's los. Ha, Auto ist zu kurz, zu klein, zu niedrig. Wir kriegen die Kopfstütze nicht raus. Nein, Quatsch, du musst einfach den Sitz ein bisschen zu dir. Genau. Perfekt. Jetzt vielleicht noch ein bisschen drehen oder so. Ah. Bingo. So. Sieht gut aus. Also so sehen die Sitze nicht so toll aus. Nee, ja gut, jetzt sind hier noch ein paar Krümel drauf, das zählt nicht, aber ansonsten sind wir hoffnungsschwanger, dass wir durch die Polsterung, die hier so ein bisschen ist, man sieht hier an den Seiten, ne, ein bisschen schiebt die Kamera, sorry, man sieht hier an den Seiten so Polsterungen und hier hinten hat man so eine Art Lordosestütze noch, da kann man glaube ich noch irgendwas reinstopfen. Nein, das ist festgenäht. Kann man nicht, okay. Also ich trenne die jetzt mal voneinander, die Sitze. Pack mal erstmal aus und dann... Das ja. ist Lehne Nummer 1. Ein Sitzbezug. Zwei Höhlen. Zwei Sitzbezüge. Alles da. Okay. Ja, dann weiß ich nicht. Start. Start unten. Start auf der Sitzfläche. Habe ich gehört. Dann schaue ich mir hier erstmal wieder ein bisschen Platz. Dahinter. Sieht jetzt schon gut aus, kannst du so lassen. Kannst du lassen? Ja, erstmal genau. Richtig dahinter würgen und dann ziehen. So hat der andere YouTuber, sorry, dass ich jetzt den Namen nicht parat habe, ist auch gemacht. Insgesamt ist es. Ja, noch ein bisschen mittig zerren. So geht dann irgendwie Teil 1. Also erstmal da durchstecken und jetzt zeigen wir euch dann gleich noch, wie man die Haken darunter zusammenfädelt. So ein kleines Tütchen mit Haken hier, die man sich jetzt da mit ran bastelt. Machen wir jetzt gleich. Na, sieht schon mal so ein bisschen besser aus. Habt ihr schon gesehen, dass wir uns einen Wohnraumteppich... Nee, könnt ihr ja noch nicht gesehen haben. Also die kleine Investition haben wir auch noch getätigt. Kann man auch nur empfehlen, passgenau verlinken wir nochmal unten in der Beschreibung, wo wir den Teppich hier haben. Wir haben uns für ein freundliches Schwarz entschieden, ja, damit man die Hundehaare besser sieht. Oh, so. Und klappt's? Guck mal, ob's klappt. Guck mal. So, nachdem ich jetzt hier drunter gelegen habe, irgendwo am Bremspedal, habe ich schon mal eine Feststellung. Es ist nichts für Leute wie mich, nichts für Leute über 50, dort unten zu liegen und zu versuchen hinzuzerren. Aber wenn man es bekommen hat, wenn man es hingekriegt hat, mit den Haken irgendeine Stelle gefunden hat, meine Fresse. Gott sei Dank wiegt er wohl 70 Kilo, so konnte er sich zwischen die Sitze durchrobben. Was wir nicht haben, sind Armlehnenbezüge. Heißt aber nicht, dass man die nicht kriegt, sondern wir haben es einfach nicht gepackt, denen das Maß durchzugeben. Und dementsprechend haben sie uns natürlich auch keine geschickt. Käme jetzt auf den Versuch an, die vielleicht nochmal nachzuordern oder so.
Genau, jetzt musst du da ganz weit durchstopfen. Ja, stopfen kann ich. Stopfen. Dass nicht drümsche Seite rauskiekt. Müsste schon kicken. Naja, dazu müssen wir den Sitz dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen drehen. Ja, ist schon was zu sehen. Vielleicht drehen wir den Sitz einfach noch mal hierher. So, und jetzt stopft man das hier. Ist hier ein Klettverschluss drunter? Ah, Klaffer. Ich mach schon mal meine Jacke dran. Musst du noch ein bisschen dichter an die Einstellrolle da kommen irgendwie. Jawohl. Okay, dann jetzt die Kopfstütze wieder drauf. Hast du das Brett da gerade hochgekickt, ne? Mhm. Ja, wollte euch mal zeigen, wo die Druckwasserpumpe sitzt, also da unter dem Brett. Genau, Kopfstütze. Wo bist du denn hin? Für das die hier gewesen, aber ist egal, weil die eine ist mehr so ein bisschen verfilzt. Genau. Und dann gibt es dazu auch noch einen Hut. So, dann drehen wir ihn mal nochmal um. Und stellen fest. Was soll denn da jetzt anders sein? An der Seite habe ich nicht so viel Bewegung. Ah, also mit anderen Worten, wir können jetzt Steilkurve fahren, Nürburgring, Nordschleife oder was? Ich muss mir mal die Lehne ein bisschen Okay, einstellen. Wir machen jetzt noch den zweiten Sitz fertig, dann gibt es ein Resümee. Bis gleich. Teil 2 ist in der Mache. Ist schon mal, also Probesitzen war schon mal, ist jetzt irgendwie anders. Durch die Polsterung hier an der Seite und hier hinten fühlt sich nicht schlecht an. Also über die optische Verbesserung, gut, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Streiten wir uns auch nicht, wir finden es auf jeden Fall schon mal besser im Verhältnis zu der Farbe hier. Ja, unten wird noch ein bisschen geangelt nach dem Haken, kann sich nur noch um Stunden handeln. Mein Gott, eine schwere Geburt, aber das hängt natürlich damit zusammen, wie man da unten jeweils rankommt. Ansonsten, wie sitzt sich's? Aua. Ich nehme mal meinen Arm weg. Nein, nimm mal deinen Arm weg. Ist gut, oder? Ich find's gut. Also wir wissen ja nicht, was die Teile kosten werden in der Zukunft.
Wir verlinken euch Bremer Sitzbezüge. Wir haben für die beiden jetzt komplett 99 Euro bezahlt. Und dafür? Und dafür sind sie A, schick und B, bieten sie doch tatsächlich etwas mehr Sitzkomfort. Schon allein dadurch, dass ich hier hinten im Rücken so ein Polster habe, so eine Lordosenstütze, ich nicht im Hohlkreuz hänge und mit diesen Seitenpolstern hier, die wirklich gut ausgepolstert sind. Doch, das sind mir die 99 Euro wert. Ich habe sie bezahlt, also mir sind es die 99 Euro wert. Gut, dann sind sie die 99 Euro wert. Mir ist es Schnuppe. Es sieht gut aus und es fühlt sich gut an und ich glaube, dass wir damit auf jeden Fall ein bisschen besser sitzen werden. Ja. Also zumindest auch dann am Abend, wenn wir hier sitzen, schon allein dadurch, dass man nicht im Hohlkreuz sitzt. Also das ist, ich mag es. Gut, ja, das denn zu unserem kleinen Do-It-Yourself-Video, unserem ersten. Völlig chaotisch, wie ich annehme. Ja. Wir haben zum Glück nicht alles gefilmt. Erstens hättet ihr euch keine 2 Stunden 50 Minuten Zeit genommen, um die ganze Zeit dabei zu sein. Und zum anderen habt ihr auch das eine oder andere Fluchen nicht gehört. Und komische, merkwürdige Wortkombinationen, von denen man hätte alles annehmen können, außer wir beziehen unsere Sitze neu. Aber Spaß beiseite, es waren keine 2 Stunden 50. Nein, so lange dauert es. Natürlich wieder maßlos übertrieben. So, also wir hoffen, wir haben euch inspirieren können, euch vielleicht eure LKW-Sitze auch ein bisschen aufzuhübschen. Vielleicht geht ihr auch den anderen Weg und kauft euch ein paar schicke. Vielleicht habt ihr auch einen vollintegrierten mit sowieso super Sitzen oder ja, wie auch immer. Jedenfalls, wir finden es toll. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen inspirieren. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.